Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr habt einen Außendreh und auf einmal kommt völlig unerwartet die Sonne raus. Ist zwar sehr schön, ändert aber die ursprüngliche Belichtungssituation dramatisch. Oder ihr bekommt Aufnahmen vom Smartphone angeliefert, die mit Belichtungsautomatik und automatischem Weißabgleich erstellt worden sind und sich dauernd verändern. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch drei einfache Methoden, mit denen ihr euer Color Grading in DaVinci Resolve dynamisch anpassen und animieren könnt. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen! Wir sind in DaVinci Resolve Studio Version 18.6. Was ich euch zeige, funktioniert aber auch in der kostenlosen Version. Ich verwende wieder Stock Footage von Artlist. Das ist unser Shot. Ein schöner Drohnenflug. Und ich möchte jetzt die Struktur des Felsens ein bisschen sichtbarer machen. Wir wechseln in die Color Page. Wir suchen unser Hero Frame. Hier ist alles ganz gut sichtbar. Wir erstellen einen neuen Serial Note, gehen in die Primaries und spielen jetzt so lange mit den Parametern, bis wir zufrieden sind. Vorher, nachher. Deutlich aufgehellt, wunderbar. Wenn wir jetzt aber zurückgehen und uns die komplette Szene anschauen, stimmt natürlich die Belichtung hinten und vorne nicht mehr. Was tun? Wir wechseln zurück in die Edit Page, suchen uns den Punkt, wo der Übergang stattfindet, das ist ungefähr hier. Setzen einen Cut. Dann suchen wir uns den Punkt, wo wir aus der Höhle raus sind. Ungefähr hier. Setzen einen Cut und gehen zurück in die Color Page. Jetzt finden wir dort drei Clips. Clip Nummer 1, der ist natürlich zu hell. Also deaktivieren wir unseren Korrekturnode. Nummer 2 passt. Bei der Nummer 3 machen wir das gleiche Spiel. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt sehen wir deutliche Übergänge, natürlich. Also setzen wir an der Stelle einfach Blenden ein. Wunderbar. Und das gleiche machen wir an der Stelle, wo wir aus der Höhle wieder rauskommen. Die Position der Übergänge genauso wie die Länge der Blenden kann ich anpassen. Wunderbar. Ich zeige euch noch ein zweites Beispiel. Jetzt möchte ich ab der Stelle, wo dieser blaue Lichtreflex im Hintergrund kommt, die Szene in eine komplett andere Farbgebung tauchen. Wir markieren uns auf der Edit-Page gleich mal die Stelle und setzen einen Cut. Dann gehen wir zurück in die Color-Page. Sehen auch hier haben wir zwei Clips. Clip Nummer 1, das also bleiben, wie es ist. Clip Nummer 2 möchte ich komplett verändern. Da mache ich jetzt mal zwei Serial Notes. An Node Nummer 2 schraube ich die Saturation komplett runter und gebe ein bisschen Kontrast dazu. Und auf Node Nummer 3 färbe ich das Ganze mittels Offset in so eine blaue teal ein. Version 1, Version 2. Um dem noch einen draufzusetzen, nehmen wir noch einen weiteren Node, suchen nach Glow, setzen den Shine Threshold nach unten und gehen auf Softlight. Damit spielen wir jetzt so lange, bis ich den gewünschten Look habe. Okay, das soll jetzt so ein schöner Dreamlike-Look sein. Wir gehen zurück in die Edit-Page. Jetzt haben wir an der Stelle einen harten Cut. Auch ein netter Effekt. Ich möchte aber, dass das Ganze graduell passiert und setze auch hier wieder eine Blende ein. Die könnte ein bisschen kürzer sein. Perfekt. Das war Methode Nummer 1. Jetzt möchte ich die Änderungen von Node 2 dynamisch durchführen. Und zwar innerhalb der Color Page. Wir blenden den Node wieder ein und widmen uns mal den Keyframes. Hier haben wir unsere Timeline symbolisiert und sehen dort die verschiedenen Correctors. Corrector 1 ist Node 1, Corrector 2 ist Node 2 und so weiter. Ich kann jetzt entweder generelle Änderungen vornehmen. Oder aber ich klicke hier auf den Pfeil und sehe dann alle Änderungen innerhalb dieses Nodes, die ich animieren und verändern kann. Wir schauen uns in der ersten Methode den Defocus an. Das ist sozusagen das Ein- und Ausblenden des Effekts. Dazu wechseln wir auch auf Key. Und jetzt gehen wir hier hin. Dort, wo der Node eingeschalten werden soll. Genau hier. Dann achten wir darauf, dass wir in der richtigen Zeile sind. Machen einen Rechtsklick und gehen auf Add Dynamic Keyframe. Dann gehen wir ein bisschen zuvor. Jetzt machen wir das gleiche. Add Dynamic Keyframe. Und dann sehen wir hier schon so eine Animation und setzen den Key Output auf 0. Und wenn wir jetzt Play drücken, wird automatisch eine Überblendung durchgeführt. Und wenn ich das Ganze jetzt wieder ausblenden möchte am Ende, machen wir das gleiche Spiel. Add Dynamic Keyframe. Auch hier ist es dynamisch, wie man sehen kann, aber es findet keine Änderung statt. Dann gehen wir auf das Ende. Add Dynamic Keyframe, wählen das Keyframe wieder an und setzen den Gain auf 0 im Key Output. Und jetzt habe ich meine Animation, ohne dass ich dafür in die Edit Page gehen muss und irgendwelche Blenden setzen muss. Methode Nummer 3, dafür habe ich ein anderes Beispiel. Wir fügen einen neuen Note hinzu. Wir lassen den Korrektor hier mal zugeklappt. Fügen einen Dynamic Keyframe hinzu. Ich mache jetzt willkürlich ein paar Keyframes. Wir beginnen mit dem zweiten Keyframe. Ich wähle es an und schraube es einfach mal. Die Saturation nach unten, Gamma nach oben, Lift ein bisschen nach unten. Perfekt. Der zweite Keyframe entspricht noch den ursprünglichen Werten. Hier machen wir es auch mal ganz was anderes, damit wir das auf die Schnelle sehen können. Gehen zum nächsten Keyframe. Achten immer darauf, dass es angewählt ist. Das ist jetzt unsere Animation, die wir auf die Schnelle gemacht haben. Wunderbar. Die Position der Keyframes kann ich jederzeit verschieben. Der große Vorteil zur Methode Nummer 2, die ich euch vorher gezeigt habe, ist einfach der, ich muss mir nicht zu Fuß jeden Parameter raussuchen, sondern hier werden sozusagen die Master-Keyframes gesetzt. Und es ist wesentlich schneller, damit komplexere Animationen zu erstellen. Ich muss nicht jedes Mal hier wieder rein, mich durchfummeln, wo muss ich hin, was will ich machen. Wir machen mal noch einen Note, setzen hier mal ein Power-Window ein. Perfekt. Dann invertieren wir die Selektion, dunkeln das Bild ab. Wir können hiermit jetzt auch jeden Parameter animieren. Wir setzen mal zwei Dynamic Keyframes. wählen den ersten an und die zweite Position. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann haben wir uns Suchscheinwerfer animiert. Mein Fazit. In DaVinci Resolve ist es sehr einfach, ein dynamisches Color Grading durchzuführen. Ideal, um Schwankungen in der Belichtung oder zum Beispiel im Weißabgleich auszugleichen. Und ich kann das Ganze natürlich auch für meine künstlerischen Zwecke einsetzen, so wie ich gerne möchte. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like, eine Weiterempfehlung und natürlich ein Abo. Hier auf meinem Kanal gibt es noch eine Menge weiterer Videos. Und wenn du Lust auf noch mehr bekommen hast, schau gerne mal bei arktis.de vorbei. Dort gibt es meine Kurse jetzt auch einzeln zu kaufen. Ich verlinke das Ganze in der Beschreibung. Bis bald, wir sehen uns.